fast 95% Daumen runter. Der erste große Fraktions-DLC für Total War Warhammer, die Chaoskrieger, kam so miserabel an, dass es fast schon eine Leistung ist. So ein wichtiges Volk in einen Vorbesteller-DLC auszulagern, stieß bei den Fans schlichtweg auf gar keine Gegenliebe. Der zweite große Fraktions-DLC, Ruf der Tiermenschen, muss also sitzen. Dass Creative Assembly schon aus den Chaos-Fehlern gelernt hat, macht immerhin optimistisch. Statt die Chaos-Krieger wie geplant nur Vorbestellern zu schenken, wurden sie später auch kostenlos für alle Käufer in der ersten Woche nach Release. Die Tiermenschen dagegen schlagen mit 17,49 € zu Buche. Ein stolzer Preis, für den wir hoffentlich auch einiges geboten kriegen. Das Herz des DLC ist natürlich das neue Volk, das wir sowohl in der großen Kampagne als auch in einem neuen Bonusfeldzug Auge um Auge spielen dürfen. Besonders schön, als KI-Gegner lauern die Bestienmenschen selbst dann in der Hauptkampagne, wenn wir den DLC nicht kaufen. Grundsätzlich läuft ein Tiermenschenfeldzug ganz ähnlich ab wie bei den Chaoskriegern. Wir ziehen als plündernde Horde durchs Land, lassen Chaoskorruption und Ruinen hinter uns und pfeifen auf Städtebau. Die Tiermenschen setzen aber noch stärker auf Guerillakriegsführung. Sie können selbst mit ganz normalen Angriffen den Feind in einem Hinterhalt erwischen, ohne ihm dafür extra auflauern zu müssen. Und wenn sie ihr Lager aufschlagen, zum Beispiel um neue Truppen zu rekrutieren, wird die Armee derweil automatisch unsichtbar. Das verleiht dem Hordenkonzept einen cleveren neuen Dreh. Und clever müssen wir auch selbst sein. Unsere beste Einnahmequelle sind geplünderte Städte, aber die Tiermenschen zerstören automatisch jede Siedlung, die sie ausrauben. Wir können also keine Stadt stehen lassen und uns später nochmal bedienen. Nein, die Tiermenschen müssen ständig zu neuen Jagdgründen weiterziehen. Was stressig, aber auch richtig spannend sein kann. Etwas schwach aber, selbst wenn wir längst weg sind, tut sich die KI arg schwer damit, ihre Ruinen auch mal zurückzuerobern und neu zu besiedeln. Die Tiermenschen beten den Chaosmond Morslieb an, der sich alle paar Runden erhebt und eine Entscheidung verlangt. Was die so interessant macht, sind die enorm starken Effekte, die wir hier abstauben können. Etwa Einheiten für ein lächerliches Zehntel ihres Preises rekrutieren. Morslieb verlangt aber auch immer einen Preis. Eine sehr coole Mechanik. Schade dafür, längst nicht alle Tiermenschen-Mechaniken sind einzigartig. Manche wurden fast eins zu eins von anderen Völkern abgekupfert. Genau wie die Orks rufen wir etwa eine zweite KI-Armee auf den Plan, wenn wir ausreichend morden und brandschatzen. Und die Tiermenschen dürfen auf Bestienpfaden wandeln, um unbeeindruckt an Feinden und Hindernissen vorbeizuschlüpfen. Was super zu ihrem Spielstil passt, aber exakt gleich funktioniert wie die Tunnel der Orks und Zwerge. Da wäre mehr Einzigartigkeit schon drin gewesen. Fängt uns der Feind auf den Bestienpfaden ab, wird die Schlacht auf einer der neuen Bestienpfad-Maps geschlagen. Die sehen zwar verdammt stimmungsvoll aus, aber das Spielerlebnis ist ein ganz ähnliches wie auf den ebenfalls langen, engen Tunnelkarten. Die gute Nachricht, auf dem Schlachtfeld machen die Tiermenschen eine sehr interessante Figur. Sehr viele ihrer Einheiten können als Vorhut platziert werden, sich beliebig tarnen oder ohne Nachteile durch Wälder streifen. Wir können also wunderbar Hinterhalte vorbereiten und dann mit unseren schnellen, aggressiven Monstern den Sack zumachen. Außerdem haben die Tiermenschen gleich zwei neue Zaubereischulen im Gepäck. Die Lehre der Bestien und die der Wildnis. Mit letzterer lassen wir einfach mal so einen riesigen, steinwerfenden Zigoa aus dem Boden brechen. Die Bestienlehre ruft dagegen einen Manticore und kann selbst ohne DLC eingesetzt werden. Das Imperium kriegt per Patch den neuen Bernsteinzaubererhelden dafür. Sehr löblich. Mit eindrucksvollen Monstern und frischen strategischen Möglichkeiten machen die Tiermenschen einigen Spaß. Sie sind insgesamt eine gelungene Bereicherung für das Spiel. Nur 17,49 € sind eine Menge Geld für ein neues Volk. Und der zweite große DLC-Inhalt, die Bonuskampagne Auge um Auge, kann nicht so recht überzeugen. Anders als bei Total War Bonuskampagnen üblich, können wir hier wirklich nur die Tiermenschen kommandieren. Wiederspielwert durch andere Völker fehlt. Und obwohl sie als Story-Kampagne verkauft wird, fallen Geschichte und Inszenierung arg dürftig aus. Als Tiermenschenboss Kasak Einauge müssen wir uns zu Boris Wüterich durchmetzeln, weil der unser Auge genommen hat. Und das war's auch wieder. Die Spieldauer geht dafür in Ordnung. Mit 52 Regionen sind wir gut 10 Stunden beschäftigt. Und der düstere Drakenwald ist sehr stimmungsvoll. Aber die Kampagne könnte gern noch mehr einzigartige Spielmechaniken bieten.
Weitgehend gehen wir ähnlich vor wie auf der großen Kampagnenkarte. Gelegentlich treffen wir mal auf andere Tiermenschenstämme und sie geben uns kleine Aufträge, um ihren Respekt zu erlangen. Das läuft hier aber auch nur darauf raus, einfach Siedlungen zu plündern, was wir ja sowieso tun würden. Insgesamt macht der Ruf der Tiermenschen also einen durchwachsenen Eindruck. Die Tiermenschen selbst sind eine gelungene neue Fraktion mit interessanten Strategien. Ihre Sonderkampagne ist aber belanglos, was den Preis von 17,49 doch etwas hoch erscheinen lässt.